Culinara Villingen-Schwenningen. Ein Einkaufserlebnis auf 3500 Quadratmetern. Bei uns finden Sie über 30.000 Artikel. Und nicht nur das. Wir tun alles dafür, dass sich die Kunden bei uns wohlfühlen. Ob Exoten, Bio oder regionale Produkte. Im Culinara täglich frisch in Ihre Küche. Culinara. Gutes Essen und Trinken aus erfahrener Hand. Informieren Sie sich auf www.culinara.com. Liebe Zuschauer von NQTV, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Das Eis ist heiß. Im Gespräch sind wir heute mit Matthias Forster, Alexander Dück und Dan Hacker. Dan, I want to start with you. You're missing two teeth since the game against Dresden. Are you mad with your opponent now? Yeah, every year it happens against Dresden. They don't keep their sticks down. They got to teach their players to keep their sticks down. Mm-hmm. But yeah, it's one of those things that happens every year, so I'm used to it, and it sucks for a couple weeks, but mm-hmm. after that you get used to them. Matthias, dir ist das auch schon passiert? Ist das jetzt, also nimmt man das einfach so hin als Eishockeyspieler, oder ist das wirklich so eine ganz fatale Situation für einen selber? Ja, auf jeden Fall. Wenn man da Frontzahn fehlt, ist es halt schon was anderes, ja. Aber ich habe so ein, ja, was ich reintun kann tagsüber, wo man es nicht sieht, und dann ist es schon in Ordnung, ja. Und Alexander, bei dir war das ja auch so. Macht man jetzt dagegen was, oder was kann man dagegen überhaupt machen? Klar, man kann alles machen, man kann neue Zähne reinsetzen, mhm. aber ich finde, das macht uns nur menschlicher, und mhm. ich laufe gern so rum. Aha, okay. Also gut. Dan, you guys won against Bietigheim, which was a great win. Do you think it was morally and mentally very important for you guys? I think so. I think it was good for the team psyche. I know the last three games that we played against them, we played well, but we haven't been able to get a win, and so it's very important to get that going into the playoffs, and I think mm-hmm. now that we know that we can beat them, we're always outplayed them, but now we know we can beat them, so. Okay, all right. Matthias, jetzt hat gestern Hannover die Insolvenz angemeldet. Wie überrascht wart ihr von der Nachricht? Ja, sehr überrascht. War ein Kultverein in der zweiten Liga, auch ein sehr guter Verein, denke ich, mit Atmosphäre am Pferdeturm immer, was super war, und klar, war sehr überraschend, ja. Mhm. Alexander, was sagst du zu der Zukunft vom deutschen Eishockey? Ich meine, wir haben jetzt die Olympia-Qualifikation verpasst und jetzt wieder solche, nee, ihr nicht natürlich, aber Deutschland, ja, und überhaupt auch sonst sehen wir international nicht wirklich so gut aus. Und jetzt die Meldung auch noch aus Hannover. Wie siehst du die Zukunft des deutschen Eishockeys? Ist das nur eine Phase oder ist das jetzt wirklich ein ernstzunehmendes Problem? Ich hoffe, dass es nur eine Phase ist, aber man soll es natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man soll alles dafür tun, dass es wieder vorwärts geht. Gut, wir haben jetzt nicht erreicht. Es ist quasi jetzt eine schwarze Linie in einem Eishockey, aber wie gesagt, im Leben oder im Eishockey kommen auch schwarze-weiße Linien, und jetzt warten wir auf eine weiße. Dan, it's a really great year for you. You shot so many goals. Can you explain why this is such a good year for you? luck? No, I think there's so many different contributing factors to that, like your line mates, who you play with, getting off to a fast start, all those things, and being in a position, the coaches put me in a position where I could put up points, so all those factors, you add them up, and that kind of is a big reason why I'm having the season I am. Mm-hmm. Matthias, ja, was wäre jetzt eigentlich euer Wunschgegner so in den Playoffs? Einen richtigen Wunschgegner haben wir, glaube ich, nicht. Wenn wir die Meisterschaft holen wollen, müssen wir sie alle schlagen eben, und wir haben da keinen speziellen Wunschgegner jetzt, ja. Alexander, wie wahrscheinlich ist der erste Platz jetzt noch hier in der Hauptrunde? Ja, ist möglich. Mhm. Ja, es hängt von vielen Faktoren ab, aber ist nicht unmöglich. Okay. Und was glaubst du, wie gehen die Playoffs aus für die Wild Wings? Was hast du für eine Idee? Also ich hoffe, mit dem Pokal in der Hand. Aha. Aber wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Es kommt davon, wie viele Verletzte man in der Mannschaft hat, wie fit die Mannschaft ist und wie man eingestellt ist. Man muss ja von der Serie zu Serie schauen.
Dan, it seems like that you guys have an easier schedule now for the last few games than Bietigheim. Would you agree with that? The difference is that we're playing teams that are fighting for a playoff spot, and maybe they're playing teams that are already secured in a spot. So, I mean, you got to weigh the difference. But I think down the stretch here, every team's going to be fighting. Krimichow is going to be a tough test for us, as well as, maybe Kaufborn. Recercy just beat Bietigheim, so you can't look too far ahead in the schedule. Matthias, hast du jetzt zufällig auch schon mit Spielern gesprochen von Hannover nochmal zu gestern, die dort vielleicht spielen, die jetzt nicht wissen, ob sie Freitag und Sonntag spielen werden noch? Ja, ich habe mit welchen gesprochen, aber es war ja eben so, dass sie zu ihnen gesagt haben, dass sie die Saison jetzt noch zu Ende spielen, die 5 Spiele, und danach ist dann schlecht aus, ja. Alexander, hast du schon mal was Vergleichbares erlebt, dass ein Club Insolvenz angemeldet hat? Natürlich. Und das war hier in Schwenningen. 2003, ja. Genau. Da waren wir genau in derselben Situation wie Hannover dieses Jahr. Okay. Ist natürlich ein unangenehmes Gefühl für alle Beteiligten, aber ich meine, da kannst du als einzelner jetzt Spieler nichts machen. Okay. Dan, last question. Do you guys all have the same dentist here in Schwenningen? I can't speak for them. I don't know. I don't know who those guys use. Okay. We see them a lot, though. All right. Also dann wünsche ich euch viel Glück hier am Wochenende für die beiden Spiele. Und liebe NQTV-Zuschauer, das war's für heute hier mit Matthias Forster, Alexander Dück und Dan Hecker aus der Helios Arena.